Wisst ihr, wie man im Heiligen Römischen Reich zum König wurde und was dazu nötig war, um danach den Kaisertitel zu erhalten? Heute wollen wir uns diesen spannenden Prozess anschauen und auch erkunden, warum manche römisch-deutsche Könige nie Kaiser wurden, aber auch, warum manche Könige nur eine Art Kronprinz waren. Willkommen bei den Kurzhistorien. Das Heilige Römische Reich war ein faszinierendes Konstrukt. Es war ein Gebilde vieler Völker mit unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Interessen und Konflikten. Aber es gab auch verbindende Elemente, zum Beispiel ein quasi Grundgesetz durch verschiedene Beschlüsse wie den Mainzer Landfrieden, den ewigen Landfrieden und die Goldene Bulle. Der Reichstag, beziehungsweise später der immerwährende Reichstag, als dauerhafte Versammlung der Reichsstände. Das Reichskammergericht als oberstes Gericht des Heiligen Römischen Reichs. Es etablierte ein geregeltes Streitverfahren statt Fehden, Gewalt und Krieg. Übrigens, ein Besuch im Reichskammergerichtsmuseum in Wetzlar ist wirklich eine Reise wert. Und den Kaiser bzw. römisch-deutschen König als Oberhaupt des Reichs. Wie wurde man nun zum König dieses Reichs? Die vieldeutige Antwort lautet, es kommt drauf an, vor allen Dingen auf die Epoche. Im Ostfrankenreich und im frühen Heiligen Römischen Reich war die Nachfolge des römisch-deutschen Königs noch nicht formell geregelt. Vom Prinzip her bestimmten die Großen des Reichs den König und nahmen noch Einfluss auf seine Herrschaft. In dieser Zeit gab es viele spannende Geschichten, wie die Kandidaten ausgewählt wurden und dann zum König wurden. Oft wurde zum Beispiel der Sohn des Königs schon während der Regentschaft seines Vaters zum Mitkönig bestimmt, sodass es nach dem Tod des Vaters nur einer Bestätigung der Großen bedurfte, um den neuen König zu bestimmen. Aber nachdem Karl IV. Die Goldene Bulle im Jahre 1356 in Kraft gesetzt hatte, gab es verbindliche Regeln, auf die wir im Folgenden Bezug nehmen. In dieser Urkunde wurden ältere Regeln zusammengefasst. So entwickelte sich die Wahl des Königs schon in den 100 Jahren zuvor in der nachfolgend beschriebenen Art. Wer wählte den König? In der Bulle wurde bestimmt, dass die Kurfürsten den neuen König zu wählen hatten. Dies waren in nach Rang aufsteigender Reihenfolge: erstens der Erzbischof von Trier, zweitens der Erzbischof von Köln, drittens der König von Böhmen. Ihr seht neben dem Adelstitel auch noch eine zusätzliche Rolle, hier Erzschenk. Auch wenn der Titel oft seltsam klingen mag, kommen wir auf einige noch später zurück, zum Beispiel bei der Krönung. Viertens, der Pfalzgraf bei Rhein. Fünftens, der Herzog von Sachsen. Sechstens, der Markgraf von Brandenburg. Siebtens, der Erzbischof von Mainz. Ab dem 17. Jahrhundert gab es noch zwei weitere Kurfürsten, den Herzog von Bayern und den Herzog von Braunschweig-Lüneburg. Wo wurde gewählt? Die Wahl fand in Frankfurt am Main statt. Unter besonderen Umständen konnte ein anderer Ort bestimmt werden. Aber wir wissen, dass 16 römisch-deutsche Könige in Frankfurt gewählt wurden. Dort wurde in der Bartholomäuskirche, dem heutigen Dom, gewählt. Wie lief die Wahl ab? Da der Erzbischof von Mainz gleichzeitig der Reichskanzler war und damit den höchsten Rang unter den Kurfürsten hatte, war er zuständig für das Zusammenrufen seiner Kollegen zur Wahl. 30 Tage nach dem Tod des bisherigen Königs musste dieser Ruf ergangen sein. Die 7 Kurfürsten versammelten sich im Römer, dem Frankfurter Rathaus. Man kennt es heute als Ort, an dem die Fußballnationalmannschaft oder Eintracht Frankfurt Meisterschaften oder Pokale feiern. Vom Römer zogen sie dann über den Markt zur Bartholomäuskirche in die Wahlkapelle. Zu Beginn der Wahl mussten die Kurfürsten einen Eid ablegen. Keine geheimen Absprachen, keine Belohnungen und kein Entgelt. Wenn nach der 6. Stimme Gleichstand herrschte, so entschied die Stimme des Erzbischofs von Mainz die Wahl. Dies unterstreicht auch seine hervorgehobene Stellung im Reich. Wie lief die Krönung nun ab? Der Ort der Krönung war lang Aachen. Hier wurden bis 1531 die Könige gekrönt. Danach wurde die Krönung meist am Ort der Wahl, Frankfurt, durchgeführt. Der Ablauf war so kleinteilig, dass hier nur ein paar interessante Highlights hervorgehoben werden sollen. Die Reichskleinodien wurden von Nürnberg bzw. Aachen zum Ort der Krönung gebracht, also Frankfurt normalerweise.
Zur spannenden Geschichte der Heiligen Lanze und zum Reichsapfel habe ich vor einiger Zeit Videos erstellt. Schaut sie euch gerne nach diesem Video hier an. Ihr findet sie in der Infobox verlinkt. Es fand eine Prozession zur Bartholomäuskirche statt. Die weltlichen Kurfürsten ritten vor dem König. Unmittelbar vor dem König ritt der Erzmarschall mit dem blanken Reichsschwert. Vor diesem ritt der Erztruchsess mit dem Reichsapfel. Und vor diesem wiederum der Erzkämmerer mit dem Zepter. Links davon der Erzschatzmeister mit der Reichskrone. In der Kirche empfing dann der Erzbischof von Mainz den zu krönenden König. Dort musste dieser seine Eide ablegen. Der Erzbischof fragte: Seid ihr bereit, als gläubiger Christ den Schirm der Kirche, die Wahrung der Gerechtigkeit, die Mehrung des Reichs, der Beschützung der Witwen und Waisen und die Ehrung des Papsts zu geloben? Der gewählte König antwortete: Volo. Danach fragte der Kurfürst die Anwesenden, ob sie diesen König annehmen, seinen Befehlen gehorchen und sein Reich befestigen wollen. Worauf diese riefen: Fiat, Fiat, Fiat. Danach wurde der König gesalbt. Nach vielerlei weiteren Ritualen, wie das Umhängen des Krönungsmantels, nahm der König auf dem Thron Karls des Großen Platz. Dann erfolgten Kanonensalven und Glockengeläut. Im Anschluss beglückwünschten die Kurfürsten den nun gekrönten König. Danach zeigte sich der König seinem Volk und wurde bejubelt. Ihr erinnert euch noch an die zusätzlichen Rollen der Kurfürsten? Jetzt kommen sie erneut ins Spiel. Der Erzmarschall ritt zu einem Haferhaufen und entnahm Hafer für des Kaisers Pferd. Der Erzkämmerer holte ein silbernes Handwaschbecken und ein Handtuch. Der Erzmundschenk brachte dem König einen silbernen Becher mit Wein. Und der Erzschatzmeister warf zwei Beutel mit silbernen und goldenen Münzen unter das Volk. Eine Besonderheit war ein Brunnen, aus dem weißer und roter Wein sprudelte und an dem sich das Volk bedienen durfte. Den offiziellen Abschluss fanden die Feierlichkeiten einige Tage nach der Krönung durch die öffentliche Huldigung. Stellvertretend für alle Untertanen im Heiligen Römischen Reich versammelten sich die Frankfurter Bürger vor dem König und schworen ihm Treue und Gehorsam. Eine Besonderheit war die 1712 eingeführte gesonderte Huldigung der jüdischen Gemeinde Frankfurts vor dem König bzw. Kaiser. Wie wurde der König nun Kaiser? Hier kommt es auch wieder auf die Epoche an. Vereinfacht können wir zwischen der Zeit vor 1500 und nach 1500 unterscheiden. Vor 1500 musste der König nach Rom reisen und sich dort vom Papst zum Kaiser erheben lassen. Der Papst stellte oft Bedingungen und ließ sich vom König Schutz zusichern. Dies war mit einer für die damaligen Zeit aufwendigen und teuren Reise verbunden, sodass nicht jeder römisch-deutsche König auch Kaiser wurde. Manche hatten auch einfach keine Gelegenheit oder keinen Ehrgeiz dafür. Wen ein solches Beispiel interessiert, dem empfehle ich das Video über Wenzel, den wohl faulsten römisch-deutschen König, das ich in der Infobox verlinkt habe. Nach dem Jahr 1500 setzte sich mehr und mehr das Prinzip durch, dass der gewählte römisch-deutsche König auch automatisch der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs war. Seit 1562 wurde der Kaiser dann im Anschluss an die Wahl zum König auch in Frankfurt gekrönt. Auf eine überraschende Besonderheit möchte ich gerne noch eingehen. Sobald ein römisch-deutscher König zum Kaiser ernannt worden war, wurde der Titel des Königs quasi wieder frei. Das nutzten viele Kaiser, um ihre Nachfolge zu regeln. Sie ließen ihren Nachfolger bereits zu ihren Lebzeiten zum römisch-deutschen König wählen, sodass dieser nach dem Tod des Kaisers schon legitimiert war. Wenn euch die Bedeutung des Kaisertitels und die Kontinuität dieses Titels vom alten Rom bis zum 19. Jahrhundert interessiert, dann schaut euch doch dieses Video an. Servus, bis zum nächsten Mal.